Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben hier die Kawasaki Versys 1000S und die Kawasaki Versys 1000 SE. Und wir fahren jetzt mal mit beiden Motorrädern ein kleines Stück hier durch den wunderschönen Odenwald und schauen, wie unterschiedlich das Fahrwerk von der SE zur Versys S ist. Also viel Spaß, wenn es heißt Versys S versus Versys 1000 SE. So, zuerst sind wir jetzt hier auf der Versys 1000S mit dem konventionellen Fahrwerk. Wir werden nachher exakt die gleiche Strecke nochmal mit der Versys 1000 SE fahren. Also hier ist definitiv, wenn man hier so ein bisschen härter in die Vorderbremse geht, die taucht halt schon auf jeden Fall ganz gut vorne ein und das Gewicht schiebt sich nach vorn, dadurch auch irgendwie instabiler ein bisschen, fährt trotzdem jetzt nicht schlecht, aber das ist schon hier sehr, sehr deutlich spürbar. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Gepäck und Sozius wird das erst richtig krass dann. Also da ist das schon relativ weich hier alles. Kann man natürlich hier auch einstellen. Nicht ganz so bequem wie an der SE-Variante, aber einstellen kann man es. Aber das Gute an der SE ist eben einfach, dass eben dieses semi-aktive Fahrwerk die ganze Zeit nachregelt und sich einfach den Gegebenheiten da in Bruchteilen von Sekunden anpasst und eben dann den Druck vorne am Stoßdämpfer entsprechend erhöht und einfach das Bike über diese Skyhook-Technologie auch noch krasser wieder stabilisiert und im Niveau hält. Aber ich muss auch trotzdem wieder sagen, also ich bin ja jetzt übers Wochenende, haben wir ja mehrere Kawasaki-Modelle hier Probe gefahren und da war halt die Ninja 1000, die Ninja H2 SX SE Plus dabei, dann die ZH2 und die ZH2 SE, also schon alles dicke, starke 1000er Bikes. Und es ist wirklich immer wieder erstaunlich jetzt, wenn ich mich auf die Versys setze, wie gut und wie angenehm sich das hier einfach fahren lässt, wie bequem man hier drauf sitzt und mir macht es wirklich Spaß auf diesem Bike. Ja, auch wenn man hier von der Bremse wieder geht, man merkt es hier schon richtig krass. Also bei so Strecken, glaub Pässe bergab, da wird man es richtig krass merken jetzt, die SE-Version. Das ist schon ein krasser Unterschied. So, hier drehen wir jetzt mal um. Brauche auch ein bisschen guten Platz zu drehen. Ich habe jetzt hier nämlich leider, hier ist ganz gut. Als ich die Versys 1000 SE hatte, hatte mir Kawasaki ja extra die niedrigere Sitzbank auf das Motorrad montiert. Die ist jetzt hier nicht drauf. Hier sind wir jetzt auf der hohen Sitzbank. Und das ist schon ganz sportlich für mich, für den 1,70 Meter hier. Wirklich jetzt gespannt, wenn wir die Strecke gleich mit der SE noch mal fahren, wie der Unterschied ist. Die ist schon sehr schwammig alles, auf jeden Fall.
ich muss sagen, jedes Mal wieder, wenn wir hier im Odenwald sind, ich müsste hier öfters herfahren. Hier gibt es wirklich ein paar richtig geile Strecken und der Belag hier ist 1A. Jetzt, wo hier Frühling ist und irgendwie alles grün wird, es sieht so schön aus und es macht so Spaß. Es ist noch nicht zu warm, wie es jetzt im Sommer bald leider wieder werden wird. Macht richtig Bock, hier mit dem Motorrad rumzufahren. Also die fährt schon auf jeden Fall sehr bequem hier, aber man merkt beim Anbremsen, beim härter Anbremsen, sobald man härter in die Kurve anbremst, wie die einfach so, ja, dieses Eintauchen, dieses etwas instabil werden, man hat da nicht mehr ganz so die Linie, der man folgt irgendwie, man trifft die nicht ganz so perfekt. Das ist definitiv an der SE, wird es gleich bedeutend besser gehen, wenn man die auf hart einstellt. Man kann die natürlich auch auf weich und soft einstellen, aber selbst da regelt eben das Fahrwerk immer gut nach. So, ich tausche jetzt schnell die Bikes und dann sehen wir uns gleich wieder, gleiche Strecke, ein paar Minuten später mit der Versus 1000 SE. Bis gleich. So, ich habe jetzt die Bikes getauscht. Jetzt sind wir hier unterwegs mit der Versus 1000 SE 21 und fahren jetzt nochmal exakt die gleiche Strecke. Ich habe das Fahrwerk jetzt auf hart gestellt und also im Rider-Modus auf hart. Wir werden es nachher nochmal auch auf soft umstellen und gucken, wie es da genau sich verhält. Also man merkt hier ganz deutlich, ist mir schon direkt aufgefallen, eben wenn man in Kurven fährt. Es geht schon beim Beschleunigen los, dass sie auf dem Hinterrad viel stabiler ist, weniger hinten sich weniger beim Beschleunigen eintaucht und beim in die Kurven reinbremsen ist es auch sehr ja, also sehr deutlich spürbar. Der Unterschied ist wirklich krass. Und noch krasser ist er, wenn man dann wieder in der Kurve von der Bremse geht, wo die S-Version ja immer dann direkt wieder ausfedert und irgendwie so, ja, doch schon relativ schwammig da unterwegs ist. Das ist hier ja richtig straff und die folgt exakt der Linie, die man fahren will. Das ist wirklich ein krasser Unterschied. Natürlich merkt man jetzt in der harten Einstellung hier schon auch so kleine Unebenheiten in der Straße relativ deutlich. Das wird sicherlich nachher, wenn wir die auf Soft stellen, nochmal ein ganzes Stück bequemer werden. Und aber auch da gehe ich von aus, dass das Fahrwerk hier in den Kurven, speziell beim Ein- und Ausbremsen, deutlich stabiler agiert. Also die liegt hier wirklich wie ein Brett auf der Straße. Das ist absolut nicht zu vergleichen. Und das eben auch, wenn man das hier mit Sozius und Gepäck betreibt, das Ganze. Die passt sich eben dem Beladungszustand an. Man kann das einfach einstellen hier über die App oder auch über die Armaturlinks. Einfach noch die Beladung hinzufügen oder den Sozius. Und dann fährt hinten schon das Fahrwerk hoch. Also ich sag mal so, wenn man eher der gemütliche Typ ist und doch nur so motorradreisend über irgendwelche Strecken cruist und einem das sportliche Fahren nicht wirklich wichtig ist, für den ist so eine Versus S auf jeden Fall ausreichend, weil die wirklich sehr bequem und sehr komfortabel fährt und man damit wirklich sehr komfortabel unterwegs ist.
ja, wer aber auch mal ein bisschen sportlicher unterwegs sein möchte, was ja dieser Motor hier, der Versus, dieser 1000 Kubik Motor, einfach wunderbar auch kann. Ich habe euch das ja im Testvideo schon zu Genüge erzählt. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich mal an das Testvideo zur Versus 1000 SE. Für den ist die SE-Version auf jeden Fall deutlich mehr noch zu empfehlen. Also das lohnt wirklich, der Unterschied ist krass. So, jetzt wenden wir hier wieder. Ich stelle jetzt in der App das Ganze mal auf Soft ein. Ja, dazu könnt ihr eben einfach in der Rideology App, wenn ihr das Motorrad da connected habt, ihr geht einfach hier auf Tuning, wählt das Fahrwerk aus, geht auf Soft, dann schickt ihr das an das Motorrad, bestätigt es noch kurz hier an der Armatur und zack, ist das hier auf Soft umgeschalten. Und genauso könnt ihr eben auch die Beladung und die ganzen Sachen, also generell das Fahrwerk hier, seht ihr auf der rechten Seite, ihr könnt hier wirklich alles einstellen und könnt hier auch easy über den Knopf hier, könnt ihr den Beladungszustand anpassen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hört und schon fährt die Versus hinten hoch. Ihr könnt nochmal drauf drücken, dann kommt noch der Passagier mit dazu, der Sozius. Die wird nochmal höher, jetzt komme ich kaum noch runter hier mit der hohen Sitzbank. Und wenn er das Ganze nochmal macht, dann geht das alles wieder nach unten. Das ist halt schon einfach eine ziemlich coole Sache hier an dem elektronischen Fahrwerk. So, wir gehen wieder auf die Strecke und fahren das Ganze jetzt nochmal in der soften Einstellung wieder nach oben. Fühlt sich auf jeden Fall deutlich weicher und ja, indirekter an. Aber auch hier ist das Eintauchen vorne schon ein bisschen mehr. Aber gerade auch hier, wenn man von der Bremse wieder geht, fühlt sich das einfach stabiler an. Die bewegt sich hier viel, viel weniger und liegt immer im Niveau, dank Skyhook. Auch wenn man ans Gas geht. Da geht hinten fast gar nichts hinten rein. Ja, einfach, die ist so krass stabil im Niveau. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie das funktioniert und wie schnell das auch vor allem reagiert hier. Also man merkt davon einfach überhaupt gar nichts von der Regelung. Es ist einfach, ja, wie am Himmel aufgehangen, dieses Bike. Und hier wird die Straße jetzt ein bisschen schlechter und das ist schon krass, was das Fahrwerk hier, wenn man es jetzt auf Soft umgestellt hat, also dieser Unterschied von Hard auf Soft. Es gibt natürlich auch noch so eine Normaleinstellung, aber was das ausmacht hier, wie die jetzt einfach über diese Unebenheiten drüber gleitet und das einfach ausbügelt, das ist schon geil. Und trotzdem eben super stabil hier der Linie folgt. Diese Einfachheit von dem Umstellen hier einfach, das ist halt auch einfach genial.
Also wer Bock hier auf so eine Versus 1000 hat, der sollte sich auf jeden Fall zumindest die SE-Version mal anschauen, weil die meiner Meinung nach wirklich das bessere Bike ist. Also das ist wirklich ein Unterschied, der macht sich bezahlt, wenn man diese Mehrkosten investiert hier. Das fährt sich bedeutend besser und variabler einfach. Man kann damit einfach wirklich variabler fahren. Man kann halt sportlich unterwegs sein, was mit der Versus 1000S ja eher so sehr bequem und komfortabel geht. So, ja, und das soll es auch soweit jetzt gewesen sein hier zu dem Video Versus S versus 1000SE. Und ich fahre jetzt hier noch eine kleine Runde schön gemütlich durch den Odenwald bei diesem wunderschönen Wetter. Und wir sehen uns dann schon bald wieder im nächsten Video. Bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis bald, Leute. Ciao, ciao.